بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Islam, like diesen Beitrag, teilt diesen Beitrag, damit wir viele Menschen erreichen, und denkt auch an unsere YouTube-Kanäle. Ich denke mal, es ist wieder etwas spät, aber vielleicht werden die einen oder anderen dieses Video auch morgen erst sehen. Es geht um einen Akida-Bestandteil, nämlich dürfen wir sagen, dass eine bestimmte Person ins Paradies kommt. Diese Person kommt ins Paradies. Erstens, die Frage ist, reden wir über eine Person, die noch lebt, oder reden wir über eine Person, die schon gestorben ist? Über eine Person, die noch lebt, diese Person können wir nicht sagen, weil wir wissen nicht, wie ihr Ende sein wird. Denn der Prophet ﷺ hat gesagt, dass es Leute gibt, die die Taten der Paradiesbewohner machen, bis zwischen ihnen und dem Paradies nur eine Elle ist, und dann die Taten der Höllebewohner machen und in die Hölle eingehen. Und andersrum, Leute gibt, die die Taten der Leute der Hölle machen, bis zwischen ihnen und der Hölle nur noch eine Elle ist, und dann die Taten der Leute des Paradieses machen und ins Paradies kommen. Das heißt, Al-Amalu bil-Khawatimi. Die Taten sind entsprechend dem Letzten, was man gemacht hat. Okay? Das erstmal dazu. Also das heißt, eine lebende Person, da können wir gar nicht drüber sagen, die kommt ins Paradies oder die kommt in die Hölle. Das dürfen wir nicht sagen. Weil wir wissen nicht, was passieren wird. Dann reden wir über die Zukunft. Wir sind keine Wahrsager. Okay. Dann gibt es dann rede ich hier von einem Hukm Muayyin, dass man über eine bestimmte Person redet. Was ich sagen kann, ist eine allgemeine Beschreibung. Wer als Gläubiger stirbt, wird ins Paradies kommen irgendwann. Allgemein, ohne zu sagen, der Gläubige Fuad XY aus dem Ort so und so, Postleitzahl, kommt ins Paradies. Okay? So, das ist etwas anderes. So, und deswegen ist das Beste, wir schauen, und was ist jetzt mit Leuten, die gestorben sind? Was ist mit Leuten, die gestorben sind? Was sagen wir über diese Leute? Ja, wir haben also jetzt Leute, die schon gestorben sind. Da gibt es einmal die Leute, ja, da gibt es keine Frage, wo wir eine Offenbarung haben, dass sie ins Paradies kommen. Wir haben eine Offenbarung von Allah, diese Leute kommen ins Paradies. Zum Beispiel die Propheten. Es gibt keinen Zweifel, dass die Propheten, wie zum Beispiel Mohammed, Isa, Nuh, Ibrahim, Yunus, die genannt werden, ins Paradies kommen. Das ist vom Koran schon ganz klar. Allah sagt über die Propheten, Ulaika alladhina hada Allah bihudahum muqtadi. Dies sind diejenigen, die Allah recht geleitet hat. So nehmt euch ein Beispiel an ihrer Rechtleitung. Gar keine Frage. Die zweite Sache ist, wir haben zwei Arten von Offenbarung. Einmal der Koran und einmal haben wir die Offenbarung, die Sunna. Sunna ist auch eine Art von Offenbarung. Und der Prophet a.s. hat über bestimmte Menschen gesagt, dass sie ins Paradies kommen. Zum Beispiel die Shuhada von Uhud. Über sie hat er gesagt, dass sie ins Paradies kommen. Ja, toll. Egal. Auf jeden Fall über die Shuhada von Uhud hat er gesagt, dass sie ins Paradies kommen werden. So, als Beispiel. So, aber diese Leute können wir sagen, die kommen ins Paradies, weil wir Offenbarung haben. So, was ist mit Leuten, über die wir keine Offenbarung haben? Eine bestimmte Person, die für uns offensichtlich als Muslim gestorben ist. Das Beste ist immer, dass wir Experten fragen. So, und deswegen lese ich euch etwas vor, was hier Imam Tahawi schreibt. Imam Tahawi, das ist die Akida von Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah. Und unter anderem im Vorwort steht da schon, dass das die Akida von Abu Hanifa, Abu Yusuf und Muhammad ibn Hassan al-Shaybani ist. Also die zwei der großen Schüler von Abu Hanifa. Ja. Wa narju lil muhsinin min al-mu'minin an ya'fu'a anhum. Also wir wünschen für die guten Handelnden von den Gläubigen, dass er ihnen vergibt. Und dass er sie in den Paradiesgarten hineinbringt durch seine Gnade. Aber wir sind nicht sicher
über sie. Also wir sind nicht gewiss ihnen gegenüber. Das heißt, es geht jetzt um Leute, die haben Gutes getan, die gehörten offensichtlich zu den Gläubigen. Ja, aber das heißt, nach dem Leben, das heißt, aber wir sagen nicht mit Gewissheit, der ist jetzt im Paradies oder nicht. Und wir bezeugen nicht für sie das Paradies. Warum? Wir haben noch eine Beschreibung, die Gläubigen ins Paradies. Es liegt daran, weil wir das Verborgene nicht kennen. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand gestorben ist, wir haben ihn die ganze Zeit Gutes machen sehen und im letzten Moment hat er eine Sache vom Kufa gemacht. Im letzten Moment kam ihm ein Scheck und das haben wir nicht mitbekommen, als Beispiel. Es kann sein, dass jemand für uns offensichtlich eine gute Person war und da gab es einmal eine Person, die im Dschihad mit dem Propheten gestorben ist und die haben gesagt, der ist im Paradies. Und der Prophet a.s. hat gesagt, nein. Dann haben wir beispielsweise den Hadith, dass drei Leute in die Hölle kommen, mit denen die Hölle angezündet wird. Der erste war was gewesen? War einer, der den Koran auswendig konnte und ein Gelehrter war. Der zweite war jemand, der Dschihad gemacht hat. Der dritte war jemand, der sein Geld ausgegeben hat. Das heißt, Leute, die offensichtlich aussahen wie die besten Muslime. Und dann kommt raus, dass sie das alles aus Augendienerei gemacht haben. Dass das das Einzige war, was wollen. Obwohl Augendienerei eigentlich kleiner Kuffer ist kein großer Kuffer, aber ich habe von einem Gelehrten gehört, dass diese Sache bis zum großen Kuffer führen kann. Das heißt, wenn das im Endeffekt nur noch das Einzige ist, wofür diese oder jene Person das macht, die Überzeugung ist vollkommen verloren gegangen, das ist praktisch ein Munafik. Der sieht äußerlich aus wie der beste Gläubige, ja, und der kämpft, aber warum? Weil er mutig sein will. Er will dastehen als Jari, ja, der Mutige. Ja. Der andere sagt, der andere, der lehrt, nur damit die Leute sagen, er ist ein Gelehrter. Der nächste sagt, der spendet, aber nur damit die Leute sagen, oh, der ist aber ein sehr rechtschaffener Mensch. Sheikh Fursan sagt zu dieser Stelle hier, das heißt, wir bezeugen für niemand, für keine bestimmte Person, dass sie im Paradies oder der Hölle ist, außer mit einem Dalil. Damit meint er einen Nass. Sheikh Fursan wurde zum Beispiel, wer Arabisch kann das finden in YouTube, wurde gefragt über einen Käfer, ob wir über den sagen müssen, der ist in der Hölle. Es gibt keine Frage. Wir haben jetzt zum Beispiel einen allgemeinen Text, dass wir sagen, wer stirbt und hat vom Islam gehört und nimmt den Islam nicht an vor seinem Tod, ist in der Hölle. Klarer Fall. Kein Muslim darf das verleugnen. Ja? Kein Muslim darf das verleugnen. Das derjenige, der als Nicht-Muslim stirbt, ja, in der Hölle ist. Aber dann sagt der Sheikh Fursan, was lässt dich wissen über diese oder jene Person, wenn du jetzt, das heißt, wir reden nicht über die Allgemeinheit, wir reden über eine bestimmte Person. Hans ist gestorben. Er sagt, was lässt dich wissen, dass er nicht vielleicht im letzten Moment die Shahada gesagt hat? Ja? Warst du dabei beim Tod? So, dann gibt es verschiedene Leute, vielleicht hatte die Botschaft nicht bekommen, was natürlich in Deutschland sehr unwahrscheinlich ist, logischerweise. Aber das ist auch für uns nicht besonders wichtig, liebe Geschwister. Für uns ist wichtig, den Leuten die Offenbarung zu überbringen. Für uns ist wichtig zu wissen, dass der Islam die einzige wahre Religion ist und dass derjenige, der den Islam nicht annimmt, in die Hölle geht. Für uns ist nicht wichtig, ob die bestimmte Person XYZ aus der Ortschaft XY Postleitzahl Hausnummer in die Hölle gegangen ist. Das ist für uns nicht die Frage. Auf jeden Fall, er sagt weiter. Also wir bezeugen nicht für einen, dass er in der Hölle oder im Paradies, außer mit einem Delil. Das heißt, wir haben zum Beispiel Delil, zum Beispiel im Koran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ja? Das ist ein Bezeugnis, dass Abu Lahab in der Hölle ist. Ja? Beispielsweise im Koran. Illa man shahida lahu al-Mustafa, außer für den al-Mustafa alayhi salatu wassalam, bezeugt, dass er in Jannah ist. Es gibt zum Beispiel Aussagen
dass Omar im Paradies ist, dass Abu Bakr im Paradies ist, dass Uthman im Paradies ist, dass Ali im Paradies ist, dass Talha ibn Ubaidillah im Paradies sind. Viele, viele Leute, für die er das Bezeugnis gegeben hat, dass sie im Paradies sind. Ja'far ibn Abi Talib, der Bruder von Ali, radiallahu anhu. Weiter. Shahidna lahu bidhalik, also wenn der Prophet das bezeugt, also bestimmte Personen bezeugen wir das für ihn. Ja. Und dies ist in Bezug auf die spezifischen Personen. Wie ich eben schon gesagt habe, spezifische Personen. Wir haben XYZ, Person in der Straße, Hausnummer. So. So, dann. Amma binisbati ila al-umum, fanatakid an al-kafirin fin nar wa an al-mu'minin fil jannah. Aber im Allgemeinen glauben wir fest, dass die Gläubigen im Paradies sind und die Ungläubigen in die Hölle kommen. Okay? Das ist also hier die Aussage. Gut. Dalil, genau. Dalil bedeutet Beweis. Leute, ich bin oft so daran gewöhnt, arabische Begriffe zu benutzen. Ich lese euch nochmal die Aqida Tahawiyya vor. Ich habe hier das Buch auch von, wie heißt der Verlag? Ist der Verlag überhaupt? Kann man die finden? Daul Kitab heißt das. Hier haben die, wir hoffen, dass er den Guthandeln der Gläubigen vergibt und sie durch seine Gnade ins Paradies, Jannah, eingehen lässt. Und wir machen uns immer noch Sorgen um sie und bezeugen nicht, dass sie Paradiesbewohner sind. So übersetzt er das. Dann habe ich hier noch ein anderes Buch, das ist die Erklärung von Aqidat Tahawiyya, ja, von Sadruddin Ali ibn Ali ibn Muhammad ibn Abil Is al-Hanafi, ja, al-Allama. Und hier sagt er auch zu diesem Thema: Yurid, also, la nunzilu ahadan minum jannatin wala naran, yuridu anna la naqulu ala ahadin muayyinin min ahl al-Qiblati annahu min ahl al-Jannah aw annahu min ahl al-Nar. Er möchte, also Imam Tahawi, dass er nicht über eine bestimmte Sohn von Ahlul Qibla, also die dem Islam zuschreiben, sagen, er ist im Paradies oder er ist in der Hölle. Illa man akhbara as-sadiqu sallallahu alayhi wa sallam annahu min ahl al-Jannah kal-Ashari radiyallahu anhum. Außer diejenigen, über die der Prophet alaihissalatu wassalam, also der Sadiq, der Wahrhaftige, also damit meint er den Prophet Mohammed, das bezeugt hat. Ja? Wie zum Beispiel die Ashar al-Mubashirun. Ja? So, klar. So, das ist das, was ich hierzu sagen soll. Du bist Ex-Berliner, ob du ins Paradies kommen kannst? Warum sollst du nicht ins Paradies kommen können? Du lebst doch noch. Ja, selbst wenn du der größte, also was hat es mit Berlin zu tun? Selbst wenn du der größte Muschrik wärst, ja, könntest du noch ins Paradies kommen, wenn du Tauba machst. Es gab Leute, die haben den Propheten 20 Jahre bekämpft und haben am Ende den Islam angenommen. So. Mich kann man gar nicht treffen. Weil ich habe auch mein Privatleben. Alhamdulillah. Ist noch was? Und das trenne ich sehr, sehr stark, weil es anders nicht geht. Denn man muss das auch verstehen. Dortmund ist nichts geplant. Bruder, du weißt doch selber, dass der Bruder raus ist. Ich meine, du hast es doch sicherlich in der Zeitung gelesen, sonst würdest du die Frage nicht stellen, oder? So, gucken, was wir hier noch haben. Ich kriege hier einige Sachen nicht geöffnet. So. Welchen Mann meinst du? Ich habe eben ein Beispiel gegeben, Bruder. Das ist ein Beispiel. Um zu verstehen, was ich mit Muayyen meine. Wie geht es mir? Alhamdulillah. Super. Gut, ich glaube, ja, du liebst den Propheten Mohammed, Alhamdulillah, dann bist du auf dem besten Weg, Alhamdulillah.
Ja, ist schlimm, wenn man etwas vergisst. Lern es wieder zurück. Möge Allah dir dabei helfen, das zu wiederholen und wieder auswendig zu lernen. Wenn man Niqab anlegen möchte, sollte man den dann durchgehend anbehalten. Schwester, warum stellst du diese Frage? Ich meine, wenn du vom Niqab überzeugt bist, dass der Pflicht ist, dann ist doch klar, dass du ihn durchgehend anziehst. Oder warum willst du ihn mal hier anziehen und da ausziehen? Ich verstehe jetzt die Sache nicht genau, deine Frage nicht genau. Vielleicht schreibst du uns das nochmal, dass wir es genau verstehen. Nee, kann ich nichts zu sagen. Das ist hier nicht das Thema. Es gibt manchmal Fragen, die gestellt werden, Brüder, die nicht zum Thema passen und wo ich auch, ich bin ein bisschen müde, Leute. Ja? Ich habe das gestern Bruder versprochen, dass ich über dieses Thema rede, sonst hätte ich mich schon hingelegt. Der verzeiht mir. Aber man kann nicht solche Themen kurz. Abu Adam darf sich gar nicht mit uns treffen. Er hat 5 Jahre absoluten Kontaktverbot zu uns. Dann geht er sofort wieder in den Knast und seine Kinder sehen ihn nicht mehr. Ja. Bruder, ich habe keine Lust, über Abu Adam zu reden, Leute. Möge Allah ihn und seine Familie segnen. Und wir brauchen uns auch damit nicht zu beschäftigen, denn die Dawa geht weiter ohne Abu Adam und ohne Pierre Vogel. Diese Religion ist die Religion Allahs. So. Wir wissen nicht genau, was mit dem Bruder los ist, weil man es nicht will, dass wir wissen, was mit dem Bruder los ist. Weil man will, dass er von uns komplett getrennt ist. Und deswegen ist es für mich ja, ich kümmere mich immer um Leute. Nein, falsch. Du musst den Vortrag genau angucken. Ich habe nie gesagt, dass Facebook im Allgemeinen verboten ist, sondern unter bestimmten Umständen verboten ist. Guck dir das Video nochmal genau an. Oder alles lange Themen, inshallah. Man kann nicht einzelne Themen. Die Menschen werden inshallah nachdem sie im Grab gewesen sind, am jüngsten Tag, alle aus den Gräbern hinauskommen und dann ins Paradies oder in die Hölle gehen. Möge Allah uns ins Paradies führen. Wie schätzt du die Lage ein? Welche Lage? Ein Vortrag über Arroganz bei Frauen? Warum nicht über Arroganz bei Männern? Du bist bestimmt ein Mann, oder? Ja. Möge Allah mich besser machen, als du denkst, und mir verzeihen, was du nicht kennst, lieber Mohammed Isa. Möge Allah uns im Jannah, alle ins Jannah führen. Amin. Ahabbaka ladhi ahbabtani fi, ya Muhammad Abdullahi. Wa nasallahu an yaj'alana min al-muhsinin. Ja. Ach so. Du meinst so etwas. Es gibt Notwendigkeiten bei einer Wohnungssicherung, Bewerbungsgespräch, Gesicht freilegen, damit die Leute kein schlechtes Gefühl haben. Schwester, ist ein langes Thema. Schreib uns besser diese Sache über eine andere Art und Weise, nicht hier, weil das ist ein langes Thema. Ja, es gibt ja auch die Strafe im Grab, da ist man ja auch gestorben, liebe Nora. Hamdullah, freut mich. Ob ich noch Vorträge mache? Was ist das denn gerade hier gewesen? Meine Haare sind nicht auf Null. Ich schneide die so, weil ich sonst so doof aussehe, wenn die Haare so ein bisschen lang sind. Ich will nicht ganz so blöd aussehen. Ja, es gibt viele Anzeichen, wenn man vom bösen Auge betroffen ist. Und inshallah mache ich mal einen Vortrag darüber. Darf man Organe spenden? Gib einfach mal Pierre Vogel. Organspende erlaubt ein. Ja, man darf Mücken töten, ja klar. Denn die stören einen. Salam zurück nach Bosnien. Nema boga osim Allaha. Ja, bei uns sind fast, Bruder, ich mache fast jede Woche irgendwas Neues. Ja, ich weiß nicht, was man meint. Machst du noch Vorträge?
Was denn sonst? Es kommt immer was Neues, inshallah. Ich habe letzte Woche einen Vortrag in der Moschee gehabt, nur wurde nicht aufgenommen. Hau mal einen Witz raus. Kein Bock. Soweit ich weiß, ist die E-Mail nicht mehr aktiv. Alles überlastet gewesen. Zu viele Nachrichten. Al-Qaza erlaubt? Bruder, du weißt doch selber, dass Al-Qaza nicht erlaubt ist. Sonst würdest du doch nicht fragen. Sonst würdest du den Begriff doch gar nicht kennen. Arroganz bei Frauen, weil es kaum welche gibt und schwer ist zu verstehen, wie jemand. Weil es kaum welche gibt? Wie meinst du das? Weil es kaum Frauen gibt, die arrogant sind, aber weil es kaum Frauen gibt? Oder wie? Ja. Machst du Sport? Alhamdulillah. Nee, gab kein Treffen mit Sturzenberger. Ist auch besser so für ihn. Deine Augen fallen zu. Sind schon zugefallen. Ja. Ja, das ist eine kleine Moschee. Ist eine kleine Moschee. Und das in einem kleinen, kaum Vorträge. Es sind mehr Vorträge als früher. Es wird fast jede Woche werden zwei, drei neue Sachen gemacht. Das ist eine Beleidigung für mich. Wieso hast du deine Karriere als Boxer aufgegeben? Boah, Bruder, erstmal die Fettarbos darüber sind sehr negativ. Und ich hatte auch keinen Bock mehr gehabt, ehrlich gesagt. Ja, mit der Dua, du musst dir vorstellen, Dua gegen böses Auge sind natürlich sehr, sehr gut. Und es gibt viele Duas. Das ist wie eine Mauer. Muss dir das vorstellen wie eine Mauer, noch eine Mauer, noch eine Mauer. Umso mehr du machst, umso mehr Mauern hast du. Aber es gibt auch manchmal das Problem, dass Mauern durchbrochen werden können. Aber im Allgemeinen, wenn man darauf wirklich viel Wert legt, auf die Azkar, ja, dann braucht man keine Angst zu haben vor dem bösen Auge. Inshallah, möge Allah uns alle beschützen. Assalamu alaikum, Abdul Wahid. Boah, Joshua. Sollte man vorher Arabisch lernen? Achi, es gibt so viele, die den Koran auswendig lernen, ohne Arabisch vorher gelernt zu haben. Den Koran auswendig zu lernen ist schwer genug oder Arabisch zu lernen ist auch schwer genug. Wenn du sagst, ich will vor Arabisch lernen, ist es zwar leichter, den Koran auswendig zu lernen, aber wie lange willst du dann brauchen? Guck mal, Bruder, ich würde dir den Ratschlag geben, lerne Arabisch und den Koran gleichzeitig. Gut, Brüder, ich mache dann jetzt Schluss, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch alle beschützen. Wie gehe ich um mit Menschen, die neidisch sind auf mich? Und mit Schlägen drohen, puh, oder die Situation müsste ich genauer kennen. Aber da fragst du auch bei mir den Falschen, ehrlich gesagt. Weil ich werde sehr aggressiv, wenn jemand droht. Ich glaube, da fragst du lieber einen anderen. Weil ich gebe dir da vielleicht den falschen Ratschlag. Ja? Erstmal. Man kann nicht bezeugen, dass ich ins Paradies gehe. Möge Allah mich ins Paradies führen. Aber, ja. Was war das hier? So. Für eine Besichtigungsreise. Bruder, schau einfach mal. Es gibt verschiedene Anbieter und dann guckst du dir die Angebote an, die für dich am günstigsten sind. Und die passend für dich sind, wenn du Bock hast, mit mir mitzufahren, geh einfach mal auf die Seite von Bakka Reisen und dann kannst du mit mir mitfahren. So.
Ja, Susanne, nimm den Islam an, sonst bist du verloren. Jesus ist Gott. Gott hat keinen Anfang und ein Ende. Jesus wurde geboren. Ja, hier ist echt viel. Ja, Abu Nuh, willst du uns belehren? Hättest du am besten einfach den, wer hätte am besten, lieber Bruder, früher eingeschaltet und den Vortrag einfach angeguckt? Wäre vielleicht besser gewesen. Inshallah. Okay, gut, dann mache ich jetzt Schluss. Ich wünsche euch was. Teilt den Beitrag, liked den Beitrag. Übrigens, bald ist Eid al-Adha und ihr könnt inshallah über Ihed. Das Beste ist natürlich ganz klar, dass man selber ein Schaf schlachtet, aber viele haben nicht die Möglichkeit dazu. Dann ist es besser, dass man jemanden beauftragt, im Ausland zu machen, ja, und im Ausland schlachten zu lassen. Und Ihed gibt euch dafür, inshallah, inshallah, inshallah eine Möglichkeit für. Okay? Macht's gut. Macht's gut. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.